So, wir kommen bei Arx Fatalis und jetzt kloppen wir uns durch den Tempel. Wir sind in der zweiten Ebene, beim Goblin-Gefängnis, bei Grois Höhle und bei den Kristallhöhlen, aber wir sind auch hier oben rechts in diesem Bereich und das ist der Akbar-Tempel. Es gibt hier merkwürdige, wieder das Vierer-Symbol an der Wand und Schädel kann man hier entdecken. Das Vierer-Symbol ist anscheinend überall. Und, achso, das ist einfach nur eine Balustrade. Wahrscheinlich für Wachleute. Um Angreifer abzuschießen. Oh. Und da ist ein Kerl. Da ist ein Eindringling! Okay, ist ein Zauberer, den ich einfach wegbrutzle. Er lässt einen Dolch fallen. Außerdem hat er eine Flasche Wasser dabei gehabt. Ja, das sind die Priester von Akbar. In Purpur gekleidet. Interessante, hässliche Teufelsgesichter und Dämonengesicht an der Wand. Ein Raum mit einem merkwürdigen Symbol an der Wand. Betten und eine Kiste. Sowie einem Meteor von Akbar. Mit denen können wir noch nichts anfangen. Das wird erst gegen Ende des Spiels wirklich relevant, aber wir sollten sie schon mal mitnehmen. Ich sammle sie schon mal. Ich werde meinen Feuerball wieder auffrischen. Ein langer, verdächtiger Gang. Ein Raum, in dem keiner ist. Irgendwer spuckt da. Hallo? Eindringling! Gibt es hier noch einen? Das ist... Oh, er kann, die können sogar Magie beherrschen. Also sie beherrschen Magie. Sie können Magie beherrschen, sie beherrschen Magie. Keine Ahnung, was das für eine Magie ist. Ein Feuerball und er ist tot. Und er hat auch ein Akbar-Meteor dabei, ein Ring der Erholung, einen Mana-Trank und ein Papier mit Schriftzeichen. Bruder Pascal, vergesst nicht, das erste verschließt das zweite. Gezeichnet Lord Iserbius, da ist der schon wieder. Okay, das sind Hinweise für ein Rätsel, was wir hier lösen müssen. Der Dolch brennt. Der Dolch ist sogar verbrannt. Oh, da ist noch einer. Oh, der hat's überlebt. Okay, dann werde ich dich mit meiner Axt. Werde ich dir mit meiner Axt den Rest geben. Falls der Feuerball überhaupt getroffen hat. Hat auf jeden Fall getroffen. Ich wusste gar nicht, dass Dolche verbrennen können. Ich werde mich mal heilen. Mega. Mega Vitae. Vitae. Oder Vitae. So, was hat er dabei? Gar nichts. Und der Dolch schwebt, steckt in der Wand fest. Noch ein paar neue Feuerwehr bereit machen. Hey, das ist Movis. Was hat das nicht geklappt? Das war Movis. Da. Okay. Ich denke, dann ist erstmal ein bisschen Ruhe. Wir können hier was brutzeln. Oder wir lassen es einfach. Den Hocker hier hin und nehmen Flaschen mit Blut mit. Sieht aus wie Wein, ist allerdings Blut und die können wir nicht trinken. Unser Held ist kein Bluttrinker. Aber dafür gibt es auch noch Flaschen Wasser und die kann ich ja zumindest trinken. Ich weiß gar nicht, wofür Blut sonst eigentlich da ist. Brauche ich ein bisschen Brot. So ein halbes Brot könnte ich mal wieder gebrauchen. Ein ganzes Brot. Töpfe. Sauber Teller. Ein Waschbecken mit Blut. Ja, das sind keine netten Leute. Sie zapfen Menschen Blut ab. Ich weiß gar nicht... Man kann es, glaube ich, noch nicht mal verkaufen, das Blut. Ich meine, welcher ehrbare Händler würde Blut abkaufen? Noch ein Priester. Oh, tschüss. So einfach kann es gehen. Die waren gerade noch nicht im Raum. Wir müssen durch die Türen gekommen sein. Hat eine Fackel dabei.
Ansonsten hat er sich wohl nur auf seine Magie verlassen, primär. Okay, es gibt drei Türen und wir gehen erstmal diese Tür hinab. Irgendwer spuckt da. Ich höre dich. Husten tun sie auch. So kann ich das nicht aufbrechen. Achso, aufbrechen? Nee, du solltest nichts aufbrechen. Du solltest einfach bloß den Feuerball schleudern. Direkt aus nächster Nähe. Ein Metallschlüssel. Kommt gleich an unseren Schlüsselbund. Ein Zauberring. Aber man kann nur zwei tragen, das heißt, mehr kann ich gar nicht schleppen. Ein weiteres Schriftzeichen. Bruder Glavasias. Das war wohl dieser Kerl hier. Falls ihr jedes Sicherheitssystem abschalten müsst, euer Geheimcode ist 113. Mal wieder etwas zum Eingeben. Das schützende Kraftfeld sollte euch keine Probleme bereiten. Bruder Patricio und Bruder Pascal, dessen Schriftstücke wir ja auch schon gefunden haben, werden euch helfen, die anderen Sicherheitssysteme auszuschalten. Gezeichnet Lord Iserbius. Also, es gibt drei Sicherheitsventile, die man auslösen muss. Hier ist noch eine Flasche mit violettem Pulver, Morgenglanz, Erlenbaum, was man nicht alles findet, und Leichen eingepackt in Wandnischen. Verschlossen. Das Ding ist verschlossen, aber vielleicht hilft mir der neu gefundene Schlüssel ja weiter. Yep. Wir finden die Stregung-Rune. Interessant. Und ein Telekinese-Zauberschriftrolle. Ich glaube, Stregung habe ich noch nicht. Nein, habe ich noch nicht. Dafür gibt es neue Zaubersprüche. Enthüllen. Damit können wir Illusionen und Unsichtbarkeit für eine Weile enthüllen. Logischerweise. Dann können wir die Segnung machen. Damit können wir unsere Werte verbessern, kurzfristig. Sofern unser Mana nicht aufgebraucht ist. Das frisst auch unser Mana. Aber solange unser Mana noch da ist, können wir uns selber segnen. Dann habe ich jetzt noch neu dazu bekommen... Antimagie. Und mit der Antimagie können wir gegnerische magische Barrieren, glaube ich, auflösen. Oder aber magische Fallen deaktivieren. Keine Fallen in dem Sinne entschärfen von Truhen, sondern einfach magische Fallen, die irgendwo auf dem Boden sind. Und, ja. Ein Sonnensymbol. Und, Skarabäen. Interessante Muster, die sie hier haben. Eine Mischung aus Ägyptisch und, ja. Sonnentotenkult. Aber die Sonne ist doch erloschen auf der Oberfläche. Ein weiterer Raum mit am sauberen Teller Hühnerbein, Leibbrot, noch mehr Leichen, Aura in Zaubern, Schriftrolle. Gut zum Verkaufen. Ist hier unter, hier drunten irgendwas? Und ich höre einen weiteren Vertreter ihrer Art. Hinter dieser Tür. Da ist ein Angriff. Oh, ich habe das Kissen in Brand gesetzt. Ups. Aber das Kissen brennt komischerweise nicht auf. Der Dolch auch nicht. Aber sie brennen noch ein bisschen nach. Hier ist ein Golemherz. Ja, mit dem Golemherz kann man auch Waffen verzaubern und dann bekommt man auch einen Bonus. Ich glaube, das war... Das war irgendwas Gutes, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was es war. Braucht man auch nicht unbedingt. Ein weiterer Ring der Vorahnung, Sinneschärfe plus 10%, ein Mana-Trank und ein weiteres Papier mit Schriftzeichen. Und da diese Schriftzeichen setzen sich zusammen zu diesen Worten. Bruder Patricio, dieses Herz ist einer der Schlüssel zum Sicherheitssystem. Ah, dafür brauchen wir das Herz. Achtet gut darauf. Gezeichnet Lord Iserbius. Ja. Damit haben wir jetzt eigentlich alle drei Teile für das Sicherheitssystem. Unter diesem Kissen liegt Aura in Zaubern. Und eine Flasche mit weißem Pulver und ein Destilliergerät. Dann können wir gleich mal unsere gepulverten Sachen hier umwandeln. Leider nicht das mit dem weißen Pulver, weil dafür brauchen wir Objektwissen 70. Wenn ich das dazu fehlt es mir noch an Fähigkeit. Ja, diese Fähigkeit haben wir noch nicht. Aber wir können ja schon mal mehr Heiltränke zusammen stöpseln und Mana-Tränke mit den Pulvern. Ein wahrer Alchemist.
Ein wahrer Alchemist. Die packe ich zusammen, die Mana-Tränke. Und mehr habe ich dann ja nicht. Oder? Hier unten? Doch, das gelbe Pulver. Ein weiterer Heiltrank. Für unsere nicht enden wollende Sammlung an Tränken. Okay. Das hier sind wohl die Quartiere. Und hier sogar im Gang eine Leiche. Als wäre das so eine Dekoration, diese Leute da, diese armen Menschen, in die Wandnischen zu stöpseln. Ich finde das sehr beunruhigend. Die Musik ist auch sehr metallisch und obskur. Hier sind weitere Räumlichkeiten mit den üblichen Wandleichen und sogar Wandleichen, also in der erhöhten Position. Wie will man das bezeichnen? Okay, was gibt es hier sonst noch? Ein Feuerball. Eine Schriftrolle, aber die habe ich ja zur Genüge selber. Eine Truhe. Oder Kiste. Noch mehr Fackeln für uns. Wasser und ein Leibbrot. Das Wasser werde ich natürlich auftrinken. Für mehr leere Flaschen. Ja, mehr ist hier wohl nicht. Zumindest kann ich so nichts sehen. Gut. Aber wir haben das Golem-Herz, das ist schon mal nicht verkehrt. Ich gehe mal hier lang. Hier ist ein... Wer ist das? Ich bin mitten im Gebet. Siehst du das nicht? Er ist mitten im... Ob ich ein Priester von Akbar bin? Ja, wie sehe ich denn aus? Sehe ich aus wie ein Priester von Akbar? Ich habe eine Axt und einen Schildmeister. Er greift uns tatsächlich nicht an. Und es gibt hier einen Thronsaal oder einen... Oh. Was auch immer für ein Saal. Mit Dolchen und Blutflaschen. Jenseits dieses Ortes ist keine Magie erlaubt, ja. Tatsächlich kommt ein Bereich, wo wir keine Magie einsetzen können. Das ist ein Problem tatsächlich. Und dieser Kerl greift uns nicht an. Er hält uns für einen Akbar-Priester. Lass uns zu unseren Gebeten zurückkehren. Ja. Bruder, wer ist da? Ich bin mitten im Gebet. Siehst du das nicht? Bist du ein Priester von Akbar? Klar. Ja. Mein Name ist Bruder Shagar. Ich bin Bruder Shagar. Bist du blind? Ja. Mein persönliches Opfer an unseren großen und geliebten Akbar. Er ist blind. Bald wird sein Königreich kommen. Ah, schön. Ja, bald. Akbar ist unser Retter. Möge er gesegnet sein. Ja. Durch sein gutes Werk werden wir wieder auf der Oberwelt leben können. Aha. Unsere Kinder werden die Sonne wieder sehen und auf frischem Gras spielen. Okay. Schande über das Land. Die meisten hier glauben nicht an Akbar. Das kann gar nicht sein. Ich verstehe zwar, dass die Leute die Menschenopfer etwas erschreckend finden. So ein bisschen. Aber es ist der einzige Weg zum Heil. Bete mit mir, Bruder Shagar. Ja. Du weißt, Akbar braucht unseren Glauben. Darf ich dem Meteor näher kommen? Ich möchte beim Gebet Akbar noch näher sein. Yeah. Ich habe ihm so viel zu sagen. Oh, du weißt nicht? Meister Iserbius hat das Sicherheitssystem aktiviert. Ah. Nur er und die Hohepriester können jetzt noch den Meteorraum betreten. Offensichtlich entsandte der Noden einen Bewahrer, um unseren geliebten Meteor zu zerstören. Was? Was für schreckliche Nachrichten. Ja. Akbar möge uns beschützen. Ja. Und dann betet er los. Ja, er ist blind, hat seine Augen ab Akbar geopfert. Was für ein Depp. Aber dadurch konnten wir ein paar Informationen erhalten. Das Sicherheitssystem wurde aktiviert, weshalb wir nicht mehr zum Meteor kommen können. Jedenfalls nicht ohne Probleme. Das Problem ist nämlich in diesem Raum. Hier geht es zum Meteor. Allerdings kommen wir hier nicht rüber, denn es fehlt eine Brücke.
Und dazu müssen wir das Sicherheitssystem einschalten. Hier ist eine Pfütze mit Gedärmen, Leichen und ganz vielen Opfern. Gegenstände finde ich hier wohl keine mehr. Und eine riesige Maschinerie, die wir in Betrieb setzen müssen, um hier weiterzukommen. Vielleicht könnte ich rüberkommen, wenn ich die Schwebenschriftrolle hätte. Das würde vielleicht noch funktionieren, aber dadurch würde ich einen ganzen Abschnitt überspringen, den man hier erkunden kann. Es gibt hier in diesem Raum allerdings noch was anderes zu sehen, außer unserem Priester-Kollegen. Jom Toll, Koll, was das? Nämlich hier an den Wänden gibt es verdächtig aussehende Abschnitte. Und das hier ist ein versteckter Knopf. Wenn ich den betätige, öffnet sich das. Und es ist ein Golem. Ich weiß nicht, ob Feuerbälle gut gegen die funktionieren. Ich habe ihn einmal gebrutzelt. Ich sag, ich selber brutzle anscheinend auch. Oh, er ist tot. Okay. No kill like overkill. Naja, wenigstens ist der Golem jetzt tot. Und er droppt ein Golemherz. Damit haben wir schon zwei Golemherzen. Hier sind ein paar Knochen, die hat der Golem anscheinend aufgefressen. Oder sind die Überreste von jemandem, der hier mit ihm eingesperrt war. Genauso wie dieser arme Kerl. Aber wir finden hier noch ein paar weitere Runen. Unter anderem die Kosum-Rune und die Kaom-Rune. Bisschen Pulver, 14 Goldmünzen, eine leere Flasche und einen gut erhaltenen Knochen. So, mal sehen, ob ich die Runen schon habe. Ich glaube, die Kosum-Rune habe ich noch nicht. Nein, habe ich noch nicht. Dadurch bekommen wir den Spruch Nahrung. Erzeugt eine Aura der Speisung, um Hunger zu besiegen. Ja, wir können uns jetzt quasi durch Magie selbst ernähren, wenn wir kein Essen mehr hätten. Und da Mana sich immer wieder selbst langsam auffüllt, kann man das einsetzen. Solange man Zauberstufe 3 hat natürlich. Das ist halt ein Nahrungszauber. Wir können uns selber ein Essen besorgen. Oder machen. Objekt verzaubern können wir jetzt auch. Ja, und das ist das eben, wenn man ein Golemherz oder Knochenmehl oder Knoblauch auf Waffen oder auf Rüstung schmiert. Da kann man mit diesem Spruch jetzt... man kann es drauf schmieren, aber es ist dann noch nicht verzaubert. Erst durch das Benutzen dieses Zauberspruchs werden sie halt wirklich verzaubert. Dann wird der Zauber erst aktiv, der da drauf liegt. Sonst noch was Neues? Nö. Okay, dann habe ich noch die Kaum-Rune. Die kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Nein, kenne ich noch nicht. Unser erster Stufe 6 Zauber, die Aura erzeugen. Ja, das ist das Gegenstück zu Aura beseitigen. Ah, ich weiß nicht, ob ich den auch schon habe. Habe ich den schon? Das ist Aura erzeugen. Und das ist Aura entzaubern. Das ist Stufe 4 Zauber und Aura erzeugen Stufe 6. Das erzeugt im Grunde genommen, ich kann das einmal zeigen, so einen Block vor uns, durch den keiner durch kann. So, hier entsteht so ein Block. Das haben wir gesehen in, ich glaube, Felnor hieß er, in der Burg. Und da kommt keiner durch. Und ja. Da war nämlich auch so ein Bereich und den könnten wir jetzt auch, den könnten wir dort auch entzaubern, aber ich glaube, er bezaubert den immer wieder. So, so können wir das erzeugen, so eine Blockade. Und mit entzaubern deaktivieren wir das wieder. Und machen den Weg wieder frei. Dann können wir den Schutz vor Zauber, Schutz vor Feuer wirken. Das ist ein Schutzzauber gegen Feuerattacken für uns. Habe ich aber nie eingesetzt. Weil so viele Gegner mit Feuerzaubern gibt es gar nicht. Dann haben wir noch Abwehr erhöhen, das verbessert unsere Rüstungsklasse. Und Abwehr verringert, das verschlechtert die Rüstungsklasse von Gegnern. Also das ist für uns die Abwehr erhöhen der Rüstungsklasse und das ist vom Gegner die Rüstungsklasse reduzieren. Das sind auch nochmal zwei Sprüche, die wir dazu bekommen haben jetzt. Also viele Schutzzauber im Großen und Ganzen. Ja. Und damit fehlen uns eigentlich nur noch 5 Runen, glaube ich. Aber die wichtigste habe ich noch nicht, die Movis-Rune. Wenn ich die Movis-Rune habe, dann wird alles anders. Das ist ein Powerhouse. So, okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Jetzt mache ich Feuerbälle oder doch was anderes. Ich mache mal... Vitae. Oder Vitae.
Das sind Zauber. Ja, und hier müssen wir schon entzaubern. Hier ist so eine Blockade jetzt. Ich weiß nicht, ob man die kaputt hauen könnte zur Not. Aber ich will sie einfach entzaubern, damit ich hier weiterkomme. Wenn man das nicht zaubern könnte, dann würde man sonst hier eine Schriftrolle benutzen. Das ist für Charaktere, die nicht so viele Punkte in Magie haben, glaube ich dann. Oder mit Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das so gedacht. So. Und Golems. Diese Golems allerdings sind... Also diese beiden haben ein Herz. Sind keine herzlosen Golems. Aber dieser hat kein Herz. Jetzt ist die Sache so, wir brauchen zumindest einen Golem, der Folgendes für uns macht. Hier in diesem nördlichen Gang gibt es eine Plattform. Und hier ist ein Hebel. Wenn ich den drücke, das ist eine Falle auf jeden Fall. Okay, ich bin ein bisschen beschädigt worden, aber das ist nicht so wild. Jetzt ist die Falle ausgelöst oder ist sie immer noch aktiv? Okay, ich werde immer ein bisschen Schaden nehmen, so wie es aussieht. Aber das ist ja nicht so wild, ich heile mich ja. Wir brauchen etwas, was schwerer ist noch als wir selber. Und das sind nur die Golems. Das heißt, wir müssen zumindest einen Golem irgendwie hierher locken. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, einen Golem herzulocken. Wir können entweder diese Typen hier angreifen. Allerdings, so wie ich das verstanden habe... Oder ich habe es einmal ausprobiert, die platt zu machen. Allerdings geht das nicht. Die sind sehr resistent. Vielleicht ist es möglich, sie zu töten oder zu vernichten, besser gesagt, indem man ganz viel Schaden macht. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, wir müssen einen Golem dahin locken. Ob das einer von denen ist, die wir jetzt angreifen, oder wir nehmen einfach ein Golemherz und setzen das in diesen einen, der noch keins hat. Dann erwacht er zum Leben. Komm. Dann können wir ihm sagen, komm, das ist jetzt nämlich unser Golem. Und der greift uns nicht an, das ist einfach einer, der uns folgt. Und deshalb sage ich ihm, oder... sage ich ihm, komm, und dann folgt er uns. Er ist allerdings sehr langsam, wie alle Golems. Ich habe es wirklich einmal versucht, diese Golems da hinten, die beiden, platt zu machen, aber das hat so lange gebraucht und das Ding ist immer noch nicht umgekippt, dass ich wirklich glaube, das ist einfach eine alternative Lösungsmöglichkeit, dieses Rätsel zu lösen, wenn man nicht darauf kommt, hier ein Golemherz einzusetzen. Weil die, das sind dann ja Gegner und die verfolgen einen dann auch bis hierher und dann kann man ihnen dann auch sagen, sie sollen sich hier draufstellen. Oder sie machen das automatisch. Sobald er draufsteht, bewegt er sich nicht mehr. Und die Tür ist offen. Und hier ist ein Hebel. Ich betätige den Hebel einfach mal. Er muss eine gewisse Reihenfolge vielleicht sogar einhalten, aber ich probiere das einfach mal so. Ich habe das noch vage in Erinnerung, wie das hier funktionieren soll. Hier ist auch noch ein Raum. Mit einer verdächtigen... ja... Stelle. Was war die Zahl? Was hatten wir gelesen? 113 war es, glaube ich, wa? 113, ja. So. Dann haben wir noch einen Hebel. Tada. Aber hier geht nichts auf. Ich werde mal auf meinen Karten gucken, ob das hier nicht möglich ist, das aufzumachen. Vielleicht doch. Tja, wahrscheinlich. Naja, okay. So, diese Golems könnte ich jetzt noch angreifen, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie sterben. So, hier ist eine Tür. Die sich nicht öffnen lässt. Wir haben noch etwas falsch gemacht. Und dieses eine, was wir noch falsch gemacht haben, ist nämlich der eine Hinweis, den wir bekommen haben. Das war, das erste verschließt das zweite. Also, das hier ist das zweite, das ist verschlossen. Und das erste ist nicht diese Tür hier. Oder vielleicht doch? Nee. Oder vielleicht doch? Also, wir schließen diese Tür. Das ist das erste. Und dann müsste diese aufgehen. Ja, so geht's. Und hier ist ein weiterer Hebel. Dadurch kommt eine Zwischensequenz und eine Brücke erscheint, bestehend aus zusammengestöpselten Leichenteilen und ein bisschen Holz oder
was auch immer das sein soll. Das erste verschließt das zweite. Aber das zweite verschließt auch das erste. Also müssen wir dieses wieder schließen. Und dann können wir das erste wieder aufmachen und kommen dann wieder raus. Ich würde wirklich gerne wissen, wie ich das da aufkriege, weil ich bin mir sicher, da ist etwas. Aber wie? Ich wüsste es nicht. Ich wüsste auch nicht, dass hier noch ein Hebel ist oder so. Man sollte ja denken, zwei Möglichkeiten, etwas zu öffnen, würden ausreichen. 113 und der Hebel dazu. Aber nichts davon macht hier was auf. Noch Nischen. Ich mache mal eine Fackel an, weil ich genug Fackeln habe. Keine Angst davor habe, gesehen zu werden. Bis jetzt. Und ja, jetzt können wir zum Meteor vordringen. Wir können auch noch was anderes machen, denn nicht nur auf der Seite, wo der Golem war, ist etwas zu entdecken, sondern auch hier. Hier ist kein Golem. Du, der du wagst, meine Ruhe zu stören und deine schmutzigen Hände an meinen Schatz zu legen, sei verflucht bis zu deinem Tode. Ja. Und hier ist nämlich ein Grab. Mit Knochen drin. Die wir nicht aufnehmen können, tatsächlich. Die sind hier fest verankert. Und das hat seinen Grund. Denn sobald wir hier anfangen, den Schatz zu plündern von dem, der hier ist, wird er auferstehen und uns angreifen. Und der gehört zu den stärksten Gegnern im Spiel. Diese Kiste ist in Ordnung. Die können wir öffnen. Der Tag seines Kommens. Hier ist noch ein Buch. Diese Fakten betreffen Lord Long, Gründer und Hohepriester des Dunklen Ordens im Jahre 199. Okay, Lord Long. Der Dunkle Orden. Als er erschien, war ich ein erfahrener Botschafter, der dem Königreich von Arx diente. Zu dieser Zeit lebten wir noch auf der Oberfläche, wo die Sonne mit all ihrer Macht schien. Am 37. Tag des Jahres 216 hielt ich mich im Observatorium auf, als sich eine Sonnenfinsternis ereignete und ich einen Meteoriten vom Himmel auf unser Land fallen sah. Der berühmte Meteorit. Als er aufschlug, kam es zu einem schrecklichen Erdbeben. Ich dachte, es wäre das Ende der Welt, aber als sich die Dinge beruhigten, begab ich mich zur Einschlagstelle. Der Moment, in dem meine Hände den außerirdischen Felsen berührten, überkam mich eine Vision und ich verlor das Bewusstsein. Also in dem Moment. Ja. Während ich besinnungslos dalag, sprach die Stimme eines Wesens zu mir. Es erklärte mir, dass es gekommen sei, um die Welt zu retten und mir einen Pfad zur Erleuchtung zu zeigen. Ich fühlte riesige Hände, die mich maßen, und ich hörte Gemurmel von tiefen und gutturalen Stimmen. Ich sah Bilder vom Anbeginn der Zeiten bis zum heutigen Tag. Dann vernahm ich den Namen meines Gottes, Akbar, der einzig wahre Herrscher von Arx. Er kam mit einem Meteoriten runter. In diesem Moment wusste ich, was meine Mission im Leben war: Akbar zu helfen, Gefolgsleute zu finden, die an seine Macht glaubten. Je mehr ich finden konnte, desto größer würde die Macht meines Gottes werden. Ja, alle Götter werden mächtiger, je mehr Anbeter es gibt. Er würde in der Lage sein, sich selbst in Arx zu manifestieren und mich zum Meister der Welt zu machen. Ich bin der Meister einer zerstörten Welt. So erbaute ich einen Tempel zu seinen Ehren in den unterirdischen Gängen nicht weit entfernt von unserer Stadt und verbreitete die Kunde von seiner Größe. Ich machte zusätzlich den Kolk-Meteoriten zum Fokus all unserer Energien. Der einzige Weg, meinen Gott zu befrieden, war, ihm denkende Wesen zu opfern. Für die Verehrung und Liebe, die ich ihm gab, belohnte er mich mit zahllosen Gaben der Macht, des Wissens und der Zauberei, die mich viel stärker machten als jeden gewöhnlichen Mann. Macht, die Hunderte von Ungläubigen zu erschrecken vermochte. Okay. Lord Longs Tagebuch oder Manifest. Ja. Aber wie unser blinder Kollege hier schon sagte, sie wollen eigentlich die Sonne wieder zum Leben erwecken durch Akbars Hilfe. Eigentlich ein nobles Ziel, nur ja, gehören sie zu diesen Extremisten, die dann auch Menschen opfern wollen dafür. So, und was unseren toten Kollegen da hinten angeht, sobald wir diese Truhe aufmachen, die nicht verschlossen ist, erscheint er. Und das ist ein Lich. Und Liche sind super gefährlich. Und der Grund ist,
dass sie, weil sie ziemlich viele Zauber beherrschen und mich gleich töten. Ich werfe mal einen Heiltrank ein. Und er hat einen Zombie beschworen, vergiftet 2. So, ich werde gleich erklären, was hier los ist. Ja, wieso steht der wieder auf? Au. Nein, Blitzzauber. Und ich bin paralysiert. Ich kann gerade nichts machen. Ist tot. So, oh Mann. Ich habe ihn tatsächlich getötet. Schmerzen zufügen war der Zauber. So, und ich bin vergiftet. Ich habe ein paar Heiltränke eingeworfen. Hui. Und ich nehme mal den Trank gegen Gift. Ich hätte mich hätte auch mal Magie einsetzen können, aber ich zu meiner Magie jetzt, um meine Wunden so zu heilen. Wo ist der Zauber hier? Hui. Eigentlich wollte ich später wiederkommen, um ihn zu töten, weil er eigentlich zu hart für uns ist. Ich bin ziemlich oft gegen ihn gestorben, aber das ist eine Möglichkeit, wie man ihn ja auch jetzt schon töten kann. Das hat uns einige Erfahrungspunkte gegeben. So, ich glaube 1000 oder 2000. Er hatte nichts dabei. Also man wird nur mit Erfahrungspunkten belohnt, wenn man ihn besiegt. Und eben mit dem Umstand, dass man hier wieder rauskommt, weil er hat, sobald man die Tür aufmacht, schließt sich die Tür und man kommt hier erst wieder raus, wenn der Lich tot ist. Was jetzt passiert ist. Also dieser Lich, die beherrschen einige ziemlich heftige Zauber, unter anderem einen, der uns sofort töten kann. Er kann uns mit einem Zauber sofort töten, dazu muss er aber ganz nah an uns rankommen. Dann hat er einen Paralysezauber, der uns für einige Sekunden komplett daran hindert, irgendwas zu machen. Dann hat er Magieauflösung, er kann unsere Magiezauber deaktivieren, er kann Blitze schleudern, also er hat ganz viele üble Sachen. Unter anderem, was auch gerade passiert ist, er hat einen Zombie beschworen, das heißt, er beherrscht auch die Kunst der Totenbeschwörung. Wie Liche also sind, das sind ja untote Zauberer und das gehört alles zu seinem Repertoire. Und ja, das war gerade das, was alles passiert ist. Ich war auch vergiftet, er hat auch. Aber das war das Gift des Zombies, der hier nebenstand bei mir. Ich habe mich hier hingestellt, damit er mich nicht erreichen kann mit seinem Sofort-Todeszauber, weil dazu muss er ganz nah an mir dran sein, glaube ich. Aber der Zombie stand hier und hat mich deshalb attackiert. Aber ich habe ihn auch manchmal besiegt, aber der steht dann immer wieder auf. Zombies stehen immer wieder auf. Und deshalb habe ich einmal kurz versucht, ihn mit einem hölzernen Pfahl zu fixieren, weil so tötet man Zombies dauerhaft, indem man sie mit einem hölzernen Pfahl durchstößt und dann stehen sie nicht wieder auf. Problem bei diesem Zombie ist nur, das war ein magischer Zombie, der erst verschwindet oder erst wirklich besiegt ist, wenn auch sein Meister, also der Lich, tot ist. Also das hat nicht funktioniert, den Zombie, weil das ja kein echter Zombie war, sondern nur so ein magischer Zombie. Deshalb ist er ab und zu wieder aufgestanden. Er lag ja tot da und dann ist er gleich wieder aufgestanden. Nach einer Weile. Das war dann ein kleines Problem in meinem Kampf. Naja. Und was ich eingesetzt habe, war Ra Vitae. Oder Vitae. Der Schmerzen zufügen Zauber. Und den kann man staffeln. Der zieht nur ganz wenig Mana ab, eigentlich. Und erzeugt um uns herum, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ein Schutzschild. Und jeder, der in unserem nahen Umfeld ist, kriegt Schaden ab. Der kriegt Schmerzen zugefügt. Der Schaden ist gar nicht mal so groß, den wir damit machen. Der Schmerzschaden. Das Gute daran ist nur, dass man sie staffeln kann. Und da sie nur wenig Mana verbrauchen und sich schnell zaubern lassen, weil es nur zwei Runensymbole sind, die ich machen muss. Und auch ziemlich einfache. Das ist einmal nach unten und einmal dieser Strich nach von links nach rechts und nach oben, das ist Ra Vitae. Und dann bekommen wir halt so Schmerzen. Und dann kann ich die staffeln, dann kann ich das auch noch zweites und drittes und viertes und fünftes Mal machen. Das frisst natürlich jeder
Jeder Schmerzzauber frisst ein bisschen mehr an meinem Mana-Vorrat. Aber man kann, glaube ich, so fünf. Für eine gewisse Zeit kann man das, kann man das durchhalten. Und macht dann halt Schaden bei jedem Gegner in jeder Sekunde, der in der Nähe steht. Deshalb stand ich hier und habe mich ein bisschen vorbewegt, damit der Lich in meinen Radius von meinem Schadenszauber kommt, von meinem Schutzschild, von meinem Schmerz zufügen. Und deshalb hat es immer so geflackert und er hat immer mehr Schaden genommen, bis er dann irgendwann mal fertig oder erledigt war. Genauso der Zombie, der aber auch dann erst verschwunden ist, als der Lich tot war. Das ist alles passiert in diesem kurzen Moment, aber nur um das mal zu erklären, wie ich das hier gelöst habe, weil eigentlich ist dieser Gegner noch zu stark für uns an dieser Stelle. Und es gibt noch einen anderen Spruch, der ähnlich funktioniert wie Schmerzen zufügen, allerdings wesentlich effektiver ist. Aber den haben wir jetzt leider noch nicht. Okay, was hat der Lich hier bewacht? Einen weiteren Akbars Meteor, den brauchen wir auch. 400 Goldmünzen, einen verfluchten Ring, den können wir immer noch verkaufen. Ein silberner Ring, auch nur zum Verkaufen. Und eine Spruchrolle Aura in Zaubern. Okay, das einzig Wichtige für uns ist eigentlich der Akbars Meteor. Den brauchen wir nämlich, um das Spiel zu beenden. Also man muss hier so oder so wieder zurückkommen und diesen Kerl hier platt machen. Jetzt habe ich das jetzt schon mal erledigt. Und aus irgendeinem Grund ist dieser Priester jetzt im Altar gelandet. Wahrscheinlich will er so Akbar näher sein. Aber ja, dann habe ich diesen Kram auch schon mal erledigt. So, hinter diesem Platz gibt es keine Magie mehr. Wenn ich hier versuche, Magie einzusetzen, passiert nichts. Das ist natürlich nicht so gut. Aber immerhin kann ich jetzt hier rüberlaufen. Ich kann sogar im Zwischenraum stehen. Das machen wir jetzt. Das ist wie eine Brücke. Hier sind ein Haufen Schädel als Dekoration. Und dann kommen wir jetzt zum Endboss dieses Levels. Und der ist nicht so leicht. Ich weiß, wer ihr seid. Und warum ihr hier seid. Orbiplanax muss Zeit gehabt haben, den Noden zu kontaktieren. Ich hätte mich eher um ihn kümmern sollen. Ein Bewahrer. Ja, tach. Eure Gegenwart beflügelt uns. Es beweist, dass wir endlich die Kraft haben, Akbar wieder zu erwecken. Stärker als je zuvor. Und was uns betrifft, mein Herz, werden wir die Zeremonie später fortsetzen. Oh, das ist eine Gefangene. Ranika dum reanima. Er hat einen Dämon beschworen. Und jetzt funktioniert mein Mana. Ich werde mal die Schmerzen wieder anschmeißen, weil das ist ein Dämon. Ein hässliches Vieh. Mit Klauenhänden und... Oh, töte ich gerade die Frau? Ich hoffe nicht. Ne, sie zappelt noch. Sie scheint in Ordnung zu sein. Wir bringen mal einen Feuerball entgegen. Und der nimmt jetzt auch Schaden, wenn er sich allein in unserer Nähe aufhält. Aber er macht auch viel Schaden. Deshalb versuche ich, Abstand zu halten. Ab und zu einen Haltrank einzuwerfen. Ich kann natürlich auch meine Axt nehmen. Der Rückweg ist übrigens versperrt. Oh, er ist tot. Sehr gut. Hui. Oh, seid gesegnet, Fremder. Ja, hallo. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr habt heute eine Freundin gewonnen. Akbar wird anderswo nach Nahrung Ausschau halten müssen. Das werde ich euch nicht vergessen. Das verspreche ich. Ja, tschüss. Mysteriöse Unbekannte. Die sollte hier wohl geopfert werden. Ja, und das ist der Dämon, den dieser tolle Hohepriester gerade beschworen hat. Und er hat nochmal gesagt, er hätte Fadan Obiplanax eher beseitigen sollen, weil das war ja unser Kontaktmann vom Noden. Der dann allerdings, wie man im Intro gesehen hat, von einem wilden Rattenmann getötet wurde. Aber es gab noch genug Zeit, um uns zu holen. Auf Umwegen zwar, aber endlich sind wir hier und wissen, was unsere Aufgabe ist. Ja, das war ein Dämon. Hässliches Vieh aus der finstersten Dimension. Hier ist der Kopf gewesen mit so einem hässlichen, wie heißen sie nochmal? Lampreys im Englischen. Neunauge. Das sind hier diese Aalwesen mit diesen Aalwesen, Aale, die mit diesem Saugnapfmund haben. Die so einen Saugnapfmund haben und eben so riesige Klauen. Ja, ist ein nahkampfstarkes Monster. Aber mein Schmerzenschutzschild hat mir wieder gute Dienste geleistet. Das ist die große Opferkammer hier. Und diese mysteriöse Frau ist einfach verschwunden. Aber immerhin haben sie noch schicke Vorhänge. Interessant. Interessant. Ja.
Und das ist der Meteorit von Akbar. Und da wir der Bewahrer sind, vom Noden gesandt, sollten wir in der Lage sein, das Ding zu zerstören. Er hat selber ein Schutzschild um sich entwickelt. Nee, das ist Schmerzen. Er hat genau meine Strategie angewandt. Nee, wartet mal. Ich glaube, mein Mana wird weniger. Ist bei Null. Aber auch Lebensenergie ist, glaube ich, zweifach gestanden. Schild? Nee. Okay, er saugt nur mein Mana ab. Das ist ein... Funktioniert wie Schmerzen zufügen und andere Zauber. Nur eben mit dem Unterschied, dass es eben Mana entzieht. Sollte sich mit der Zeit wieder regenerieren. Hoffe ich. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Das stimmt mich bedenklich als Magier. Kriege ich mein Mana wieder? Ich hoffe es doch. So. Und hier ist ein Bereich, den ich betreten kann. Und hier ist sogar ein Fallgatter. Mit einer Tür dahinter. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Und wenn wir auf die Karte gucken, dann... ich habe wieder mein Mana füllt sich wieder. Ist jetzt wieder schon bei 8. Okay, ich dachte, das wäre kaputt oder so. Auf jeden Fall, wenn wir auf die Karte gucken, sehen wir, dass wir uns genau gegenüber vom Goblin-Gefängnis befinden im Grunde. Und hier gibt es einen versteckten Knopf. Wenn wir den drücken, öffnet sich komischerweise hier eine Wand und nicht hier das Gatter. Und wenn wir hier einfach so durchgehen... kommen wir in einen anderen Bereich. Hab Gnade, Meister. Er zwang mich. Gnade! Kommt schon, Ersok. Ihr wisst sehr gut, dass wir mit den schwachen Kräften, die wir besitzen, unser Bestes tun müssen. Aber keine Sorge, euer bescheidenes Opfer wird nicht umsonst sein. Okay. Oh, den hat's zerfetzt. Ja, während wir hier sind, wurde Ersok, der Gefangene, der nur seine Frau retten wollte, leider von dem Hohepriester, der vor uns abgehauen ist. Er hatte ja die Zeit dafür, weil wir mit dem Dämon beschäftigt waren, hingerichtet. Und ja, durch dieses Gatter kommt man komischerweise nie. Es sieht immer so aus, als würde man da durchkommen. Aber nö, die Fackel ist an. Jetzt sind wir wieder im Goblin-Gefängnis und wie komme ich jetzt wieder zurück? Durch diesen versteckten Knopf. Und ich brauche den einfach nur drücken. Ich brauche nicht durchlaufen und dann bin ich wieder hier, wo ich gerade war. Und die Fackel ist hier auch an. Okay. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Level. Auch wenn es auf der Karte so aussieht, als wenn das eins wäre. Aber sonst gäbe es ja keinen Ladebildschirm. So, also wir kriegen trotz unserer Noden-Bewahrer-Fertigkeit diesen Stein von Akbar nicht kaputt, den Meteor von Akbar. Also irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Der Meteor widerstand meinem Angriff. Er ist stärker, als ich erwartet habe. Ja, nicht so wie beim kleinen Stück. Das konnten wir zerstören, aber dieses große Teil hat ein Anti-Magie-Schild. Ich muss zu Fëanor gehen und ihm beschreiben, was passiert ist. Es gibt noch einen weiteren Ausgang hier aus diesem Dungeon. Und zwar hier. Hier finden wir das Sicherheitssystem. Das weiß ich nicht... hat offenbar nicht ganz den Punkt getroffen. Okay. Also das Sicherheitssystem ist immer noch aktiv. Yep. Aber wenn ich es mehrmals versuche... Das Sicherheitssystem hilft mir nicht weiter, das zu deaktivieren. Also wir müssen eine andere Lösung finden. Wir müssen zu Fëanor. Notausgang. Ja, es gibt einen Notausgang, durch den unser komischer Freund, der gerade Ersok umgebracht hat im Kerker, anscheinend auch entkommen ist. Hebel öffnet hier diese Wand und dann können wir hier raus. Beziehungsweise wir sind jetzt wieder im Eingangsbereich. Tudu! Wir können so wieder in die Taverne zurück und von da aus den Rückweg nach Arx antreten. Ja, im Großen und Ganzen sind wir gescheitert. Und hier ist noch so eine komische Kugel. Wenn wir da reingucken, sehen wir, das ist eine Überwachungskamera. Also von hier aus kann man sehen, dann quasi, wer reinkommt. Dem Eingangsbereich von diesem Dungeon, vom Tempel. Und so wussten sie also schon, dass wir kommen.
Hat ihnen allerdings auch nicht so viel geholfen, weil die meisten, eigentlich alle sind tot und... Na, der Hohepriester musste flüchten. Da wir nichts weiter hier machen können, gehen wir zurück und sprechen mal mit Fellner über das weitere Vorgehen, wie wir jetzt vorgehen müssten. Irgendwo hier muss die Überwachungskamera ja sein, aber ich glaube, die sieht man einfach nicht. Das ist eine magische, unsichtbare Geschichte. So. Und so denn kommen wir raus. Guten Tag. Ich mag Akbar nicht. Ich mag Akbar nicht. Du bist aber ziemlich in der Nähe von einem Tempel von Akbar. Weißt du, dass es diesen Laden hier schon gab, als ja. die Sonne noch am Himmel schien und wir Arthur oben lebten? Arthur-König sein sollen. Aber hieß es Arthur-König sein sollen? Seltsam was. Arthur? War das nicht der Quartiermeister? Wer war Arthur? Nee, der Koch war... Der Koch war der, Hallöhnchen. Oh. Rattenmenschen, da ist einer. Und da verschwindet er auch gleich wieder. Ja. Arthur war doch nur der Koch. Aber gut. Hm. Da die, dann kann er sich selber Kuchen backen. Arthur, der Koch. So, dieser Rattenmensch hat uns jetzt mit einem Messer beworfen und uns vergiftet. Was ist mit dir los? Je mehr ich trinke, desto besser geht's mir. Okay. Pass auf die Rattenmenschen auf. Die tauchen hier sporadisch auf und vergiften einen. Wollte ich nur mal anmerken, mein Freund. Es ging gerade runter und dann schräg. Das ist Ra. Ach, wie mache ich das Ding? Das ist immer eines der Zeichen, wo ich immer nachdenken muss. Okay. Ich bin sowieso entgiftet, jetzt ist auch egal. Auf Landshire! Auf unseren guten König! Okay, jetzt wo der Rattenmensch weg ist, traut er sich raus. Typisch. Naja, soll er machen. Ja, das war der erste Rattenmensch, der... Die kämpfen nicht mit uns, die tauchen nur einfach aus dem Nichts auf und bewerfen uns einmal und vergiften uns. Eigentlich so gesehen keine große Gefahr, aber sie tauchen halt auf. Vermehrt, an verschiedenen Orten. Zu ruhig. Das gefällt mir nicht. Ist zu ruhig? Unser Schicksal ist in eurer Hand. Denkt daran. Ich denke immer dran. Mein Schicksal ist auch in meiner Hand. Daran denke ich auch. Befreit uns, Bewahrer. Ich befreie euch. Ich habe zumindest schon mal den großen Teil des Kultes zerschlagen. Schweinchen. Oh. Was sagt Ortian? Ortian. Ortian. Loyal für alle Zeit. Achso. Das gefällt mir nicht. Zu ruhig für alle Zeit. Was? Ich vermische hier gerade ein paar Sachen. Na gut, gehen wir zurück zu Ax. Ja. Durch die Höhlen. Immerhin sind sie einigermaßen gut beleuchtet. Zu leise? Ne, eigentlich ja nicht. Sie ist nur manchmal aus. Irgendwas mit dem Sound. Als die Frau, die wir gerettet haben, geredet hat, war es auch irgendwie merkwürdig, dass ihr gesprochener Satz mitten im Satz abgebrochen ist, weshalb ich das selber vorlesen musste. Ja. Oh. Hier ist eine neue Ratte erschienen. Nimm meine Axt. Ins Gesicht. Wir brauchen 21.000 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe. So. Ja, immerhin neue Runen, ein paar Akbar-Meteore. Was glaubt er, wer er ist? Wahrscheinlich der König. Oder über wen redet ihr? Ich weiß es nicht. Du stehst mitten auf dem Hund. Du stehst auf dem Hund. Lass den Hund in Ruhe. Runter da. Pff,
Scheinbar gibt es einen mächtigen Magier, der Dämonen mit einem Fingerschnippen herbeirufen kann. Das habe ich gemerkt. Ah, jetzt wieder runter. Mein Schwager sagt, dass draußen die Sonne scheint, aber wenn du hochgehst, wirst du eingelocht. Okay, du wirst eingelocht, wenn man hochgeht. Man wird doch sowieso erfrieren. Oder ist das alles hier eine Täuschung? Stimmt das gar nicht, dass in der Oberfläche keine Sonne ist? Werden wir hier nur gefangen gehalten vom König Landshire? Das wäre mal eine interessante Wendung. Okay, ich habe einen Ghoul im Herz, das lege ich mal hier hin. Ah, Ring der Sinneschärfe. Zauberring der Magie habe ich übrig. Ein Ring der Erholung. Ah, Schriftrollen noch und nöcher. Noch mehr Schriftrollen. Oh, das ist eine Flasche mit weißem Pulver. Da kann ich auch noch nichts anfangen. Packe ich zu meinen Tränken hier. Weiterer verfluchter Ring. Ein silberner Ring. Kristalle. Der Tag seines Kommens. Ein weiteres Buch für unsere kleine Büchersammlung in dieser Ecke. Und die Akbas Meteore. Die setze ich mal alle schön zueinander. So. Okay, diese Rätsel brauche ich auch nicht mehr. Na, trinke Waffen. Kann ich verkaufen gleich erstmal. Oder ich könnte jetzt eigentlich was verzaubern. Ich nehme einfach mal dieses zweihändige Schwert. Schnapp mir etwas Knochenpulver. Und verbinde das, alles blinkt, mit dem zweihändigen Schwert. Sieh an, etwas Neues. Und dann steht da oben bereit für die Verzauberung, aber es ist noch nicht verzaubert. Wenn wir es hier hinlegen und jetzt den Verzaubernspruch sprechen. Dann kann ich was auswählen, und zwar dieses Schwert. Dann ist es verzaubert und leuchtet. Tada! Dazu fehlt es mir noch an Fähigkeiten. Okay, ich habe nicht die Stärke, um das zu schwingen. Aber prinzipiell würde das so funktionieren. Was jetzt allerdings gut für uns ist, ist, dass ich diese Waffe für mehr Geld verkaufen kann. Weil das Ding ist jetzt natürlich ein bisschen mehr wert als vorher. Weil es einen magischen Zauber jetzt drauf hat. Und so kann man alle Waffen, auch Dolche, nochmal verzaubern, weil Knochen findet man ja sehr häufig im Spiel. Kann man sie alle mit diesem Zauber belegen. Gibt plus 1 auf Stärke, soweit ich weiß. Und ja, kann dann so auch noch ein bisschen mehr Gewinn machen. Man kann ein bisschen mehr Gewinn rausziehen aus der ganzen Sache. Viele leere Flaschen. Mit dem Blut kann ich nichts anfangen. Ich habe genug Fackeln. Dann verhökere ich den Kram mal. Beim Schmied. Sofern er aufhat. Ja. Das war der Tempel von Agbar. Fürs Erste. Denn wir müssen ja so oder so nochmal dahin zurück, weil da immer noch der Meteor ist. Oh, der Schmied hat geschlossen. Okay. Kommt und besucht meinen Laden, wenn ich aufhabe. Okay. Jetzt läuft Gary draußen rum. Jetzt bräuchte ich mich gar nicht verzaubern, um in seine Bude einzudringen. Okay. Reden wir mit Felnor. Oder mit sonst irgendwem, der mit mir reden möchte. Mal gucken, was Landshire zu sagen hat. Eure Majestät. Ah, unser Außenposten wurde von den Ilziden angegriffen. Schon wieder? Dieses Mal gab es keine Überlebenden. Was? Schlimmer noch, wir fanden keine Leichen. Vielleicht wurden sie entführt. Bei den Himmeln. Wohin könnten sie verschwunden sein? Das wissen wir nicht. Sie sind schnell und gnadenlos. Und auch sehr stark, Sire. Ich vermute, diese Ilziden sind in der Tat Mitglieder des Akbar-Kultes. Ja. Unter dem Befehl von Isabius? Ich habe keinen wirklichen Beweis, aber wir hörten erstmalig von ihnen, als der Akbar-Kult auftauchte. Aber es gibt noch etwas anderes. Suiberis verließ erst kürzlich das Königreich. Er muss herausgefunden haben, dass wir der Wahrheit über ihn auf der Spur waren. Ja. Welche Wahrheit?
Suiberis und Iserbius sind ein und derselbe. Dam, dam, dam. Er steckt hinter dem Mord an Phalan. Nun ist mir klar, warum Iserbius am Tempel auf mich wartete. Er wusste, dass ich kommen würde. Ja. Also habt ihr mit ihm gekämpft. Endlich ein paar gute Nachrichten. Na ja. Am Shagar, sagt mir, dass ihr diesen Ursprung des Bösen ein für allemal vernichtet habt. Ja, ja. Nein, ich konnte den Meteor nicht zerstören. Ja. Stattdessen fühlte ich, wie meine Energie verfloss. Mein Mann. Guter Gott, wie kann das sein? Felnor, wie lässt sich so etwas erklären? Yeah. Hm. Ich befürchtete schon, dass dies passieren würde. Toll. Der Stein steht nun in Verbindung mit Akbar. Und der Energiekanal saugt sowohl eure körperliche als auch eure magische Energie aus, um Akbar zu nähren. In der Tat ist es so, dass ihr durch die Berührung eure eigene Energie zum schlimmsten unserer Feinde geschickt habt. Sehr gut. Ich glaube, ich verstehe, was ihr meint, Felnor. Aber selbst meine besten Leute haben in dieser Sache immer wieder versagt. Hm? Am Shagar ist nicht allein einer unserer besten Leute. Nein, er ist der Bewahrer, von den Göttern entsandt. Wenn ihr denkt, es gibt doch nur die geringste Chance, den Meteor zu zerstören, werde ich einen Weg finden, es zu tun. Ihr müsst euch selbst gegen den Energieentzug des Meteors schützen. Aber wie? Während des Krieges der Magier erhielt das Königreich vom Orden von Idorneum ein Artefakt gewaltiger Macht. Ohne es hätten wir wahrscheinlich den Krieg verloren. Ah, ja. Dieses Artefakt bestand aus zwei Teilen, dem Krahos und dem Sohag. Ein Magier, der beide Artefakte besaß, wurde immun gegen den Energieentzug. Praktisch. Dank dieses Schutzes gewannen wir letztendlich den Krieg. Nun, der Magier. Dann gebt mir dieses Objekt. Her damit. An diesem Punkt wird es kompliziert. Tö, als uns dieses Objekt vom Orden von Idorneum übergeben wurde, unterzeichnete Poxellis, der Vater unseres jetzigen Königs, einen Vertrag. Vertrag? Er besagt, dass wir das Artefakt zurückgeben müssen, wenn der Orden danach verlangt. Hm. Darin sehe ich nichts Falsches. Und? Nun, 20 Jahre später tauchte eine Gruppe von Rebellen aus dem Nichts auf, tötete meine Frau und entführte meine Tochter, die gerade erst auf die Welt gekommen war. Darüber hinaus stahlen sie zusätzlich den Krahos. Glücklicherweise konnten wir den Sohag vor ihnen schützen. Ein paar Stunden später erschien der Orden und verlangte das gesamte Artefakt zurück. Ups. Wir konnten ihnen nur den Sohag geben. Seither verlangen sie, dass wir uns an den Pakt halten und den Krahos wiederfinden. Aber wir fanden diese Rebellen nie. Nee. Wir wissen nicht einmal, ob sie noch in Arx sind. Sind sie? Da sie nur dieses eine Mal gesehen wurden. Mysteriös. Ungeachtet dessen versichert uns der Orden, dass sie die Präsenz des Krahos in der Festung noch immer spüren können. Also gut. Dann werde ich den Krahos und den Sohag finden. Yeah. Geht nun am Shagar und rettet uns vor diesem Dämon. Klar. Findet den Krahos und den Sohag und zerstört diesen verfluchten Meteor ein für allemal. Ein für allemal. Am Shagar, ihr müsst nun losziehen, um den Krahos und den Sohag zu finden. Alles klar. Findet den Krahos und den Sohag am Shagar. Dann werdet ihr letztendlich in der Lage sein, den Meteor zu zerstören. Okay. Okay, Landschreier. Lanschi. Ich benötige den Sohag und den Krahos, um den Meteor daran zu hindern, meinen Körper Mana zu entziehen. Dies ist die einzige Möglichkeit, den Meteor zu zerstören und Akbar daran zu hindern, sich in Arx zu manifestieren. Okay, also Suiberus, der neue Alchemist, Astrologe, war der Verräter. Er hat den alten Astrologen Faban Orbi Planax, unseren Kontaktmann, umgebracht. Wahrscheinlich aus dem Grund, ja, wie er schon gesagt hat. Und ja. Und das war der Kerl, den wir auch getroffen haben. In dem Tempel. Herzog ist tot. Ja, er ist nicht mehr hier. Sie haben sogar schön aufgeräumt. Ja, so sieht's aus. Wir müssen jetzt zwei Objekte finden.
Als erstes werden wir den Zohark zurückholen wollen. Aber wo sollte man mit der Suche anfangen? Ich weiß, was ich vergessen habe. Vielleicht sollten wir Schwester Shikasha im Rat fragen. Sie weiß ja in der Regel immer Bescheid. Ja, und der eine von diesen, einer von diesen Gegenständen, ich glaube der Krahos oder der Zohark, ich krieg die immer durcheinander, befindet sich bei den Schwestern von Edunerum. Die haben ihre eigene Ebene. Ich suche nach Informationen über den Krahos und den Zohark. Ich denke, ich habe hier, was ihr sucht. Ein Buch über die alten Götter, in dem der Krahos und der Zohark erwähnt sind. Hm. Es könnte hilfreich für euch sein. Danke, Shinkash. Lasst euch von der Weisheit dieser Bücher erfüllen. Aber ich glaube, okay, sie hat mir jetzt nichts gegeben. Dieses Energiefeld könnte ich verschwinden lassen, aber wozu, dahinter ist nichts. Glaube ich zumindest. Ich kann sie mal testen. Manchmal entdeckt man ja was Neues. Ist hier ein geheimer Schalter? Nö. Oder? Nee, ist nur das Fallgitter, was ich durch die Wand hindurch sehe, okay. Na gut, dann nicht. Ich mache nochmal einen Lebenstrank. Oh, ich wollte ihn nicht wegwerfen. Ich wollte ihn eigentlich verbinden, aber ich habe ihn anscheinend weggeworfen. Ja. Und ich glaube, dieses Buch haben wir schon mal einmal gelesen. Da wurde das nämlich erwähnt. Die alten Götter. Ich glaube, es waren die alten Götter. Da stand nämlich was drin über Zohark und Krahos. Zohark war der mächtigste aller Götter, über Donner, Blitz und Erdbeben und Krahos war die Göttin der Gerechtigkeit und des Gleichgewichts. Aus Aber diesen Regalen. Das hilft mir so nicht wirklich weiter. Ich meine, ich weiß, was ich machen muss oder wo ich als nächstes hin muss. Und da wir die ersten drei Ebenen weitestgehend geklärt haben, bleibt uns eigentlich nur eins und das sogar ein Hinweis auf der Karte hier in der vierten Ebene. Alia, ja. Ich meine, okay, das ist die Frau, die wir gerade gerettet haben vor der Opferung. Aber sie hat uns ihren Namen ja gar nicht gesagt, also von daher dürfen wir es noch gar nicht wissen, aber anscheinend hat das Spiel uns einfach mal so einen Hinweis gegeben, wo wir als nächstes hin müssen. Wobei man eigentlich von der Logik her gar nicht wissen dürfte, dass es da ist. So, jetzt können wir, da Suiberus ein Iserbius ist und ein Verräter, können wir auch diese Truhe gefahrlos öffnen. Er hatte sogar Mana-Entzug hier, wie passend. Außerdem ein verfluchter Ring und ein Trank aus Unsichtbarkeit. Oder für Unsichtbarkeit. Und ja. Das können wir uns jetzt genehmigen. Ohne dass er uns angreift, weil er ist jetzt nicht mehr da. Er muss sich nicht länger hier verstecken. Oder so tun, als wäre er einer von den Guten. Das hat er hinter sich gelassen, diese Scharade. Jo. Also. Schlaft ihr immer noch? Das war's, Männer. Wacht auf. Zeit, unsere Kameraden abzulösen. Oh. Wachwechsel. Was war das für eine gute Nacht? Eine gute Nacht für dich, du schnarchende Sau. Hey, ich schnarche nicht. Hab's noch nie im Leben getan. Nein. Doch, tust du. Das genügt. Lasst uns gehen. Ich schätze, du bist hier der Schnarcher. Deswegen beschuldigst du mich. Ich kriege noch zu viel. Gute Alte, halte den Dieb-Strategie. Ja, und diese Wachen laufen jetzt wieder durch die Festung. Jetzt haben wir auch lange genug geschnarcht. So denn. Gehe ich zum Schmied. Ich hoffe, der hat jetzt offen. Und ich nehme die Abkürzung durch die Kirche. Das geht meist schneller. Oh,
Und ich höre den Schmied wieder hämmern, das heißt, er hat seinen Laden wieder aufgemacht. Guten Tag. So, ich wollte mal eben meinen Krempel hier ablegen. 965. Für so viel kann ich das Schwert jetzt verkaufen. Da ich jetzt den Segnungszauber habe, kann ich mich auch kurzfristig segnen. Und dadurch erhöhen sich all meine Werte. Und ich kann das Schwert für 1037 verkaufen. Und auch die Dolche kann ich für weit mehr verkaufen jetzt, als wenn ich nicht gesegnet wäre. Allerdings frisst Segnung sehr viel von meinem Mana, wie man unten rechts sehen kann. Das geht sehr schnell. Deshalb sollte man das wieder deaktivieren, dann kriege ich sogar ein bisschen Mana zurück. Das fällt wieder zurück auf einen früheren Wert. Na egal, ob es auch Hauptsache, man bekommt mehr Geld. Auf 162 repariere ich meine Axt. So gut wie neu. So gut wie neu, mein Schild. So gut wie neu. Meine Kettenrüstung. So gut wie neu. Kettenbeinkleider. So gut wie neu. Und mein Mithrilhelm. So gut wie neu. Dann ist alles so gut wie neu. Schick. Okay. Gut, gut. Carlo. Könnt ihr mir etwas über die Rituale sagen? Ich sagte euch bereits alles, was ich weiß. Er sagte bereits alles, was er weiß. Jo. Hier ist sogar, hier ist noch eine Tür, in die wir rein können. Das ist das Haus von dem Angler, der da auf dem Hund stand. Und der hat allerdings nur ein Seil hier und eine Hacke und auch nochmal eine Fackel. Das ist eine ärmliche Fischerhütte, also es gibt hier nichts Tolles bei ihm zu holen. Es ist eine Weile her, dass wir den letzten aus der Gilde der Reisenden sahen. Hoffentlich ist da nichts schiefgelaufen. So, Schriftrollen. Komm auf den Boden. Unsichtbarkeitstrank. Auch dazu. Und, verfluchter Ring. Ihr merkt, ich handle gar nicht mehr, um irgendwie Geld zu kriegen. Ich sammle bloß noch meine ganzen Objekte. Das könnte ich alles verhökern. Aber ich habe 15.000 und das reicht. Ach ja, Shani. Die können wir auch mal langsam suchen. Die ist ja von wilden Kultisten entführt worden. Gibt es neue Runen? Nö, wa? Nö, das habe ich alles schon. Okay. Okay, dann ja, machen wir uns beim nächsten Mal auf den Weg in die vierte Ebene, in die vierte Dimension. Das war erstmal wieder GBF Akkadalmeister im Let's Play von Arx Fatalis und ich sage, bis gleich.